Ich glaube, dass wir heute einfach gegen einen sehr, sehr guten Gegner verloren haben. Das muss man auch mal anerkennen. Das ist halt einfach mal ein Spiel gewesen, wo im Gegner sehr viel gelungen ist und uns vor allem zweite Halbzeit nicht mehr ganz so viel. Deswegen auch das gibt's. Und ja, es war natürlich ein direkter Konkurrent. Das tut uns weh. Das ist keine Frage. Heimspiele gegen einen direkten Konkurrenten zu verlieren ist denkbar ungünstig, wenn es um die vorderen Plätze geht. Wir haben einen sehr, sehr schweren Gegner am Donnerstagabend und wir wissen aber auch, dass wir anders verteidigen können, als wir es heute getan haben. Und das wird unbedingt notwendig sein, um am Donnerstag zu bestehen, weil das wird ähnlich druckvoll und ähnlich dynamisch in unsere Richtung gehen. Und wir können immer Tore machen. Das ist heute auch wieder wichtig gewesen für uns zu sehen. Aber wir dürfen natürlich nicht so viel zulassen. Und da werden wir sicherlich jetzt die nächsten 2 Tage nochmal den Hebel ansetzen. Trainieren werden wir es nicht viel können, aber nochmal thematisieren und natürlich auch nochmal in unserer Grundausrichtung ein bisschen feilen und dann werden wir uns am Donnerstagabend hoffentlich dann anders präsentieren. Kurz bevor ich ihn runternehmen wollte, weil genau ich davor Angst hatte, dass er vielleicht noch sich irgendwie verletzt, stoßte mit dem Torhüter zusammen, aber es ist Gott sei Dank nur eine Prellung der Hüfte. Also hoffentlich keine Gefahr für Donnerstag. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft wie entfesselt aufgespielt. Und ich freue mich natürlich hier, dass wir gegen Leipzig die 3 Punkte mitnehmen können und in der Höhe auch gewonnen haben. Ich denke, es war verdient. Der einzige Kritikpunkt bei meiner Mannschaft ist, dass wir ja viel zu viele Bälle zu einfach verloren haben und da nicht sauber ausgespielt haben. Da haben wir in der einen oder anderen Situation Glück gehabt, dass Leipzig das nicht bestraft hat.